mit uns diskutieren und mit anderen Leuten aus der Community. So viel dazu. Wir sind also jetzt kurz vor der Pick-and-Bun-Phase. Jetzt geht's los. Fnatic startet auf der blauen Seite und die Gigabit Marines auf der roten. Kalista Ban, Astral Ban. Also Ezreal und Jarvan kann ich verstehen, weil Levi halt wirklich ein aggressiver Jungler ist und da willst du die Pressure ein bisschen runternehmen. Kalista auf der anderen Seite standardmäßig, genauso wie Sejuani, Standard-Buns auf der roten Seite. Muss man halt gucken, was jetzt dann... Die Frage ist halt, ob Fnatic jetzt vielleicht sogar komplett auf drei Jungle-Buns geht, weil Levi hat einen begrenzten Champion-Pool. Ja. Der ist halt ein aggressiver Jungler und er muss aggressive Champions spielen. Das heißt, nimmst du den, diese Tools weg, kommt er genauso wie Jazzes Probleme mit Non-Engage-Supporter gezeigt hat, kommt er einfach nicht in seinen Platz rein, er findet nicht sein Spiel rein und dementsprechend hat er weniger Impact. Den Chanavan, der kommt jetzt auch noch von Gigabyte Marines, obwohl Chess ist ja nicht mal so eine gute Chan ist, aber Chan an sich, der Champion ist halt wirklich zu gut. Der Varus First Pick ist interessant. Teams tendieren irgendwie jetzt dazu, Varus wirklich eine hohe Priorität zu geben. Ich versuche gerade halt zu überlegen, weil es war ja, das muss halt irgendwie einen Scrim-Hintergrund haben, ja, weil komplett von Worlds kann ich das nicht lesen, warum das eine Priorität haben sollte. Aber gerade wenn man überlegt, die Tanks, die gespielt werden, gerade Maokai ist noch offen, eigentlich ist Varus definitiv eigentlich eine interessante Lösung. Gerade wenn Fnatic darum tendiert, und da sehen wir auch schon den Rise nämlich Caps, genau den Rise of Caps zu haben, dann brauchen sie auf jeden Fall diese Priorität an den Engage, ja. AD Carry. Ja. Also da kann ich es verstehen, Ashe wäre die andere Option gewesen, Reckless hat es ja... Ja, aber Ashe ist halt noch nicht so gut. Da sehe ich sogar lieber eine Sivir anstatt die Ashe. Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir hier beide Botlands schon gepickt und Galio eher Mitte, würde ich sagen. Aber das ist ja die Sache, Galio funktioniert ja gerade bei dem Ziel so gut. Er pusht ja Midlane und er wird einfach nur den Jungler supporten. Und dementsprechend die Carry-Ulten, das ist ja genau das, was die Gigabyte Marines und auch schon Young Generation gemacht hat. Und alle diese kleinen Region-Teams, sie tendieren immer diese Priorität da auch zu haben. Einfach der Galio, der macht einfach das, er ist einfach und der ist halt auch tankig danach. Der verliert halt nicht seinen Platz im Late-Game. Und wenn wir jetzt auch gerade sehen, was die Gigabyte Marines auch weitergebannt haben, war ja ein Gragas und ein Rek'Sai, das heißt, sie wollen jetzt einfach die Jungle Pressure von Fnatic klein halten. Die Gragas und die Rek'Sai sind wirklich sehr gut. Syndra auch, Fnatic spekulierte, dass Gigabyte könnte auf die Top-Lane gehen. Das kann gut sein und es könnte Olaf kommen tatsächlich für die Gigabyte Marines. Könnte, aber ich bin nicht so der große Fan von Olaf. Man konzentriert sich hier bei Fnatic auf zwei Midlane-Bands. Man will hier Caps einfach das Leben ein bisschen leichter fallen, weil Syndra und Talir halt wirklich sehr gut Ganks vorbereiten können für den Jungler und Caps bekommt halt wenig Unterstützung von Broxer. Ich überlege gerade, was für ein Jungle-Pick könnte noch kommen, der aggressiv ist? Wir haben... Nocturne ist... Okay, das ist interessant. Das ist no way! Weil das durchaus gut gegen Elise auch ist. Und Elise wäre mein anderer Go-To-Pick jetzt für Fnatic gewesen. Aber jetzt Elise zu picken, wäre nur halb so effektiv wie gegen anderen Jungler. Weil du kannst ihn... Das 1 gegen 1 gegen Nocturne ist ein bisschen tricky. Ja. Wenn er Nocturne einmal einen Kill bekommt, ist das over. Ist das Game over und du kannst halt nichts machen einfach in 1 gegen 1. Du kannst ihn einigermaßen, sobald ihr even seid, dagegen ankommen. Gerade das gegen 2 gegen 2 ist okay. Aber ein Kill für Nocturne und es ist halt echt schwierig. Einfach, du kannst nicht den Outdamage, du kannst nicht hinterherkommen. Ist nicht möglich. Ja. Trotzdem ist es okay, dass sie Elise picken, weil sie halt im Early wirklich gut und man hat es ja im Early Summer und auch im Spring Split gesehen, dass Broxah auf Elise wirklich, also Broxah hat ja das Early Game von Fnatic gecarried auf Elise, so ehrlich muss man sein, und jetzt kommt halt wieder zu dem Pick zurück und wenn das ein Kasselin wird, kann man den im Early ganken, man bekommt dann den Riser Head. Bei Galio Maokai wird es halt mit einem Tank Matchup, da lohnt es sich nicht so. Aber wie gesagt, man hat mit Varus dann zum Beispiel für Botlin auch eine Möglichkeit, die zu ganken. Und von Gigabyte Marines jetzt hier ein wirklich musterhaftes 1-3-1 mit Cassidy und Galio auf den Rightlane. Es ist auch ein mutiger Draft, muss man sagen. Ja. Sehr mutiger Draft. Aber Fnatic hat halt nicht... Man könnte eine härtere Engage-Comp picken, deswegen kann ich es verstehen, dass Gigabyte Marines hier auf 1-3-1. Bin ich hier der Einzige, dem das auffällt, dass Lulu mit Ignite Heal spielt, oder ist das egal? Ich meine nur, ich will das nochmal ansprechen.
Also ich habe das auch noch nicht gesehen. Also ich meine, ich als alter Lulu-Experte hier, das ist mir auch neu. Und das ist sehr risky. Aber das würde eventuell funktionieren bei der Laning Phase, um den Level 1, Level 2 Lane Cheese Kind zu bekommen. Ja, ich weiß aber Solo-Q, würde ich sagen. Wer gewinnt das Spiel? Ich muss mit Fnatic gehen hier. Fnatic! Ja, die werden das Spiel wahrscheinlich gewinnen. Das hoffen wir jetzt zumindest mal. Ihr könnt natürlich im Chat noch ein bisschen mit abstimmen. Maxim hat ja im Vorfeld gesagt, es ist für die Gigabyte Marines, aber ist ja völliger Quatsch. Fnatic wird das Spiel gewinnen und dann sehen wir uns danach wieder. Dann kommt nämlich SK Telekom und jetzt Maxim und Johnny. Viel Spaß. Vielen Dank. Fnatic darf nun ebenfalls EU vertreten gegen die Gigabyte Frickin' Marines. Na, die sind ja komplett am Ausrasten. Wir können leider die Beschwörerzauber gerade nicht sehen, denn die gute Lulu, ist es der Troll? Ist es Nefan, der Troll? Na, wir wissen es nicht. Hier Ignite, das ist eine Combo, wo der Kaffee den Weg nach draußen sucht. Aber ist okay, kann man machen. Wie gesagt, Kasadin Midlane und auch der gute Nocturne sind am Start. Nocturne Galio, sehr witzige Combo. Na, zuerst wird es dunkel und dann fliegst du hoch. Na, es ist relativ witzig. Mal gucken, wie die beiden das ausspielen. Synergie ist da, ich freue mich. Und du auch. Ich freue mich auch. Ich dachte, ich lasse dich einfach mal auflaufen. Ich bin unaufhängbar, ich habe keinen Hals. Auflaufen. Aber wenn ich Lulu mit Ignite hier sehe, kriege ich so einen Hals. Ignite hier Lulu, meine Damen und Herren. Ich verspreche euch ein Video Ende der Woche. Das ist gar kein Problem. Ich verspreche euch, wenn sie einmal gekoont wird. Sie ist einfach basically immer tot. Okay? Ich meine, es ist viel Long Range. Sie hätte Revive mitnehmen können als dritten Summoner Spell, dann würde das Sinn machen. Das war ein Titan. Ja, Revive 300 km/h aus der Base, Hackerin One-Shot. Ja, das war schön. Aber ja, was soll man sagen? Ich würde als Plan erstmal hegen, die Botlane zu spielen. Da ist Ignite Heal! Yes. Geh da hin! Ja, der eine brennt, der andere lebt. Ne? Das ist doch schön. Das habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich auch nicht. Ich finde es auch einfach. So oft sterben. Also ich meine, Flash ist nicht umsonst der wichtigste Summoner-Spell, weil er einfach unfair ist. Weil du kannst halt überwenden und den ganzen Spaß. Ich glaube, er hat es echt vercheckt. Das kann man nicht verchecken. Wir sind hier bei den Worlds. Wenn du es hier vercheckst, checkst du gar nichts. Das muss ein Plan sein. Mechanik der Woche, Leute. Und wenn du jetzt Lulus mit... Lane Swap! No way. Ja, kannst du mit, ohne Flash kannst du ja die Lane nicht spielen. Gigabyte Marines. Das Giga steht so völlig crazy. Okay. Die helfen auf jeden Fall ordentlich beim Red. Als Botlane? Red Side? Na, kann man machen. Warum nicht? Okay, sie überraschen uns auf jeden Fall. Haben wir aber nicht sowas schon mal gesehen in Lane Swap? Ja, ja, wir haben das gesehen bei MSI. War Revive des Lane Swaps bei Rift Rivals, haben wir es auch gesehen. Nee, bei Rift Rivals bin ich mir gerade gar nicht 100% sicher. Tatsächlich darf Alex natürlich eine Möglichkeit und so dann. Sowas, pass auf, sie hat Ignite. Und hier. Ja, ist halt, also ist halt recht witzig, aber Gigabyte Marines hatte gerade zu 100% einen Gameplan. So, das ist halt einfach gerade einfach nur ein absolut abgekartetes Spiel für Fnatic, weil die denken sich halt einfach nur, what is happening? Der Gameplan ist einfach nur ein riesiges Tablett Käse, ist gerade in die Halle gebracht worden. Und an die Fnatic-Spieler verteilt. Und zwar nicht irgendwie auf einen Teller, sondern direkt ins Face. Ich meine, das hier ist ein Nocturne, der wahrscheinlich den schnellsten Jungle Clear aller Zeiten hat. Nocturne ist normalerweise schon ein guter erster Clear. Und jetzt ist Archie einfach die ganze Zeit dabei. Eine Minute, 2 Minuten 40. Hallo, wir spielen Dual Lane. Das ist halt K-Master hier auf einem komplett neuen Level. Das ist halt Galio Nocturne. Galio Nocturne. Galio First Item Arencensa. Oh, das wäre wirklich witzig. Aber die Ult prockt es nicht, ne? Nee, du prockst es nur, wenn du Schild, ne? Stoneborn hast. Und damit Stoneborn kannst du mir den ganzen CC procken. Jetzt allerdings Botlane Dive. Denk an das Space Sheet von Nocturne. Ja, denk an das TP. Archie, der ist schon ziemlich low. Oh, First Blood! Für die Europäer. Der Käse wurde zurückgeworfen. Throw the cheese! Ja, es funktioniert, Leute. Caps, wir haben auch noch einen Root. Der ist gleich da. Der ist gleich da. Aber wie hoch ist der Cooldown von dem Ding? Zack, jetzt aber noch festgehalten. Aber ein bisschen sehr spät. Man zieht sich also zurück. Leute, ihr seht die Counter-Taktik. Root hat funktioniert. Zack, Archie. Ja, er ist basically wieder da, Leute. Na, wo sind die Minions? Oh, er ist gestorben und er ist wieder zurückgebracht. Wenn du Level 1... Stimmt, ist halt auch richtig lange tot. Das ist halt tatsächlich absolut worth. Und sowas Player Camp, die würde ich jetzt heute ganz besonders viel
Begutachtung schenken. Man hat jetzt einen Teleport auf Rice, der kann eigentlich nicht Top-Lane TP'en, weil dann wird doch von der Lune mit Healing Knight einfach voll kaputt gehauen. Das, meine Damen und Herren, ist jetzt schon das verrückteste Game, was ich seit Wochen und Monaten gesehen habe. Ignite hier Lulu, um sowas vom Turret wegzuzonen. Fnatic reagiert richtig mit dem Versuch, die Botlane zu diven, aber das hier ist halt Fiesta aller Gigabyte Marines. Der Cocoon war übrigens ein wunderschönes Score. Ja, das war einfach eine Tragödie. Rektis muss jetzt auch ein bisschen die Tower Aggro nehmen, aber man sieht es. Caps hat da bemüht, nochmal die nächsten Routes zu landen. Das Ding hat aber einen sehr, sehr hohen Cooldown. Ja, und so ist es halt Level 1, ne? Deswegen hat er noch kein CC, der kann nur Setzlinge schmeißen. Da kommt Galio wieder. Immer noch Level 1, wird dann Level 2, Gott sei Dank. Relativ random in der Szene, weil da unten ein Turret währenddessen gestorben ist. Wenn er nicht Level 2 geworden wäre, wäre er sofort nochmal gestorben. Und dann hätte er zwei Tode, während er immer noch Level 1 ist. Sowas! Oh nein! Hallo! Der ich bin ein Baum, ich brenne! Was ist da los? Boxer zu spät. Boxer, Flash drüber, Cocoon hat gesessen! Und somit gibt es den Return, aber keinen Assist für SOAS. Denn brennende Bäume beißen nicht. Oh mein Gott, das ist halt jetzt genau dieser Moment des möglichen Tilts, den man unbedingt vermeiden muss. SOAS, kein CS, Minute 5. Er hat 0 CS! Level 2! Willkommen zu den Worlds 2017 Gruppenphase. Oh, die Combo! Der ist schon Level 6! What the fuck? Galio ist Level 3! Soos ist Level 2, hat 0 CS! Und Levi gankt mit der freaking Ult. Caps ist 5! Das ist einfach die Gigabyte Marine. Das habe ich aber noch nie erlebt. Ich auch nicht. Das ist einfach nur komplett insane. Was hat der denn? Oh, alles klar, Flash mal rüber! Der hat ja Flash! Arty hat ziemlich viel Resistenz, aber das wird nicht reichen. Oh, Soos ist da. Der ist es! Aber der ist schon ziemlich low. Der könnte jetzt... Levi! Der wird hier getötet! Und jetzt der Nächste! Levi, du Monster! Alter, ja? Das ist halt genau das Gigabyte Marines, was wir damit schon gesehen haben. Mit Levi hat einfach eine Ausnahmeverfassung. Was ist denn hier los? 4 zu 4 Kates nach 6 Minuten. Das, meine Damen und Herren, ist in der Sonne Crucial Game, wo ich sage, das kann doch gar nicht wahr sein. Und das passiert hier einfach auf den freaking Worlds! Ja, das ist ja bei den Worlds einfach die Bronze Bravery Stage. Und die beiden haben sich da hingesetzt und gedacht, ja, okay, wir embracen das, volle Hütte. Ist das insane. Das ist halt wirklich ein 3-1 Nocturne, ein 3-0 Rice. Normalerweise würde ich bei beiden sagen, ja gut, im Professional Game kann man das jetzt snowboarden. Hier kann man gar nichts professionell. 6 Dark Shield 6 ja. Bei Rice, insane. Norris hat 1 CS, Levi hat Warrior. Ich sag es mal so, Nocturne hat mehr Kills als Maokai. CS! Ja, oh, jetzt hat er den Moment da. Levi muss nachziehen. Nachziehen, Levi. Sehen wir jetzt nochmal. Arschi hier. Engage. Doch, und da kommt halt ein. Der verdammte... Der Damage ist halt insane. Der ist halt 3,5 Level über da kommt das nächste Opfer. Caps, Todes-CC, gepolymorph. Okay. Aber er rennt. Er kann rennen. Der oh! Optimus Prime schlägt wieder zu mit seinem Powerblade. Hat ihn da abgerissen. Leute, was soll ich da sagen? Ja, sag doch einfach. Analyse was. Können wir wegschmeißen. Warte mal, das ist mein Job hier. Nee. Analyse gibt es. Caps in so einer Szene, ne? Merkt man halt, er hat sich erst für Cleanse entschieden, hat sich dann wegen Kassadin für Teleport doch entschieden. Und sowas deckt sich. Nee, warte mal. Zweistellige CS für sowas. Hast du deine Stromrechnung bezahlt? Sowas ist vor Arschi. Es wird gleich dunkel. Ja? Der gute Levi ist nämlich mit der Ulti dabei, klaut aber erstmal noch den Blue Buff. Kann man machen. Arschi ist CS-mäßig jetzt hinter Soas. Also da haben wir ein hartes Duell. Ich glaube, zwischendurch war tatsächlich Lulu CS-mäßig vor Mao. Töte Soas, Levi. Du weißt, was du tun musst. Bis Level 7. Erst Level 4. Oh nein. Oh nein. Aber er wirft den CS. Oh! Levi, du ungeduldiges Schwein. Ah, das war jetzt so close. Also erstmal ist das kein Schwein. Du Albtraum. Du hast der Biologie nicht aufgepasst. So, was macht Arschi da unten gegen die zwei am Töten? Kann der das Wave killen oder kann das nicht? Das sind halt die wichtigen Fragen, aber ich meine, den Spectator mache ich keinen Vorwurf. Wo willst du denn da hingucken? Wo willst du hingucken, Alter? Der kannst du nirgendwo hingucken. So, na gut. Wer kommt mit weniger CS eigentlich klar? Maokai oder Galio? Maokai. Maokai hat halt noch mehr CC und Arschi ist halt vom CC her eher darum bemüht, vorne drin zu sein. Er muss halt rein. Wenn Maokai weh drückt, ist es doch. Ja, das stimmt schon. Ist jetzt dummerweise ein gutes Argument, was du da vorbringst. Ja, oha. Oh, au. Ja, au. Du kannst wegflashen. Oh mein Gott. Flash doch weg. Ach nee, geht da nicht. Das heißt, man muss traden. 1-1 bisher. Levi flasht davon. Kommt ihm jemand entgegen? Sieht nicht so aus. Levi weiß aber noch gar nicht, was Levi er machen will. Oh, der Turret. Stark. Oh. Oh Gott. Oh, hier geht eine Katze. Ja, es war das war's. Darin. Tot. Was für ein Game ist das denn hier? Was ist hier los, ey? Levi zwischen den Turrets, aber so, es macht das sehr, sehr gut. Setzt Ding in den Busch, dann mit den Q in den Turret gehauen. Und ich meine,
Das ist halt einfach eine Lulu ohne Flash unterm Turret. Ich meine, sie hat noch hier. Der die nicht benutzt. Sie hätte hier sollen. Ich meine, wenn du einen Beschwörerzauber hast, der dir Mobilität gibt, dann nutzt sie. Na, wurde hier nicht getan. Ja, was soll man sagen? Ich trau mich gar nicht zu analysieren, weil da passiert eh was Dummes. Ich weiß es auch noch nicht. Aber ich meine, guck dir mal den Itemunterschied zwischen Rice und Kassadin an. Der eine denkt sich, bald habe ich einen Kassadisator, und der andere denkt, was mache ich doch mit der Träne, Darkseid und Boots? Steht 20, ne? Er ist auf jeden Fall solide. No way, muss jetzt mal zurückspringen. Wir haben jetzt eine kleine Duo-Midlane. Oder sehr lange eine Duo-Midlane, aber man will irgendwie so erstmal noch klein halten, indem man Kassadin oben lässt. Ah, das sind Games, Leute. Kommen die Organe raus. Oh, alles klar, Jesus. Flash einfach noch schneller. Hier kommt raus. Er wird ihn festhalten. Oh, der will wieder reingehen. Er ist einfach wahnsinnig. Kolossus wurde geporkt. Jetzt kommt Optimus. Wo ist der Rest? Na, TP kommt jetzt erst relativ spät. Nocturne farmt erstmal den Grump. Kann man machen. Na, wozu denn auch helfen? Prioritäten im Leben sind ganz, ganz wichtig. Teleport wurde abgebrochen durch ein Polymorph. Caps, warum portest du da auf? Warum portest du denn da? Ja, die verdeckt hier die HP des Turrets. Das ist schlau, damit die Spectator gar nicht klarkommen. Ja, und wo mir in der Mitte ist gefallen, ist, wurde das Turret. Nee, es war nicht das Turret. Es war einfach so eine dritte Gruppe. So, jetzt kommt der nächste. Der nächste Angriff von Gigabyte Marines. Die wollen hier alle weg. Schaffen sie es alle? Oh, das war richtig gut. Ich bin halt gerade komplett geistig und überhaupt verwirrt, ne? Ich will gar nicht wissen, was hier auf den sozialen Medien mit passiert. Das ist ja einfach verrückt, was hier los ist. Ich will's wissen. Nee, ich trau mich nicht. Infinity Edge auf jeden Fall fertig für No Way. Infinity Edge First. Ganz normales Item-Bild. Wenn man einen Lulu als Support hat. Und die kann das hier auf jeden Fall machen. Aber diese Aktion, also Jess hat so viel Ressourcen investiert und Archie dasht rein. Das muss ich schon erstmal geben. Aber Levi hat ihm nicht geholfen. Seine Ultimate war noch auf Cooldown. Das heißt, er wusste, nee, die lasse ich hier schön fliegen. Chain of Corruption Mode. Sehr gut von Reckless. Ich bin quasi gesichert, das Teleport von Caps war leider absolut unanständig. Es ist halt wirklich ein Game, wie ich es ganz, ganz selten erlebt habe in meinem Leben. Also das Bilderbuch. Ist halt... Bilderbuch. Ja, vielleicht... Wenn Strategy Guide, Leute. Ja. Strategy Guide. Es ist halt... Also das geht auf keine Kuhhaut. Nicht mal auf die von Edistan. Das ist halt einfach doppelt und dreifach komplett durch den Wind, was hier passiert. Aber die Spieler versuchen, sich zu fangen, ne, zu beruhigen. Wieder so ein kleines bisschen Normalität einkehren zu lassen. Ich meine, der Farm von den ADCs ist echt stabil. Ich habe halt die ganze Zeit so einen merkwürdigen Knoten im Kopf und deswegen bin ich ja auch gerade neben hier ein bisschen am Checken. Head not. Okay, warte, ich krieg das hin. Okay, warte mal. Nee, mach du mal weiter. Ich hab das gleich. Okay, du konzentrierst dich. Ja. Ich versuche zuerst zu beobachten, wie er in Ruhe versucht zu farmen. 12. Minute, 40 CS, das ist so Maximstatus. Jetzt wird auch noch gegankt, Flash ist raus. Aber Ludo wird nicht hinterherkommen. Das ist halt eins dieser Games, wo du dir halt einfach auch als Top-Laner denkst, so... Why me? Warum hab ich überhaupt gespielt? Warum habe ich LoL installiert? Ich hätte einfach was anderes machen können. So, es spielt hier einfach Cuphead gerade. Er hat einfach keinen Spaß. Ja, jetzt kommt hier... Weißt du, wer hatte die gesehen? Das ist nicht ganz sicher. But no way, der will Kills. Warum farmen? Farmen macht keinen Spaß. Ich will lieber ein Auftragskiller sein. Ich glaube, sie stürzen sich jetzt gerade wieder auf. So ist. Und jetzt muss er allein. Jetzt muss er allein. Er brennt. Feuer ist gegen Bäume höchst effizient. So ist. Ja, der ist tanky. Oh, ja, das reicht Crit nicht. Kommt, ist halt so bitter für ihn. Ne? Das ist nämlich ein Infinity Edge Rush bei Tristana. Und wenn Crit kommt, tut er halt schon richtig weh. 500 haben wir gerade am Minion gesehen. Aber es ist halt echt selten, dass er crittet. Aber wenn er crittet, tut es halt weh. Ne? Hat jetzt aber so von Ninja Tabis geholt. Also ist so ist. Reaktion ist da. Und No Way kümmert sich liebevoll um das nächste Gebäude. 7-7 steht es, Leute. Das ist eigentlich ein Traum für die Walls. Wir wollen ja unterhalten werden, aber wir werden nicht auf strategische Tiefe, sondern wirklich nur auf, ja, Käse. Okay, ich war ein bisschen irritiert, weil ich hatte hier unsere Analyse-Ecke, ne? Wurde die geswappt? Ich bin mir... Erstmal muss man Optimus dabei beobachten, wie er Brockseite ist. Oh, er geht da rein! Das war ein Big Mistake. Oh, er lebt noch! Der ist so fies! Er boxt ihn einfach in den Rücken. Der hat ausgeteilt, die Rice Ultimate ist da. Und Archie ist auch so gut wie down. Der wird jetzt hier gerootet. Zack, und die nächste CC folgt. Reckless bekommt den Kill. Gigabyte Marines versucht es mit den Plays. Das sieht man, aber es reicht nicht aus. Der Harold ist völlig verwirrt, der steht erstmal gegen die Wand. Ich weiß gar nicht, was die Phase ist.
Botley, ja, ja, so ist, du hast kein schönes Leben, ja. Du hast kein schönes Leben. No way. Es ist noch ein Heal da, keine Sorge. Ich meine, man tradet hier gerade den Herald gegen den Tier 2 Botlane Trade, aber ich meine, hier ist doch eh alles oben, unten, rechts und links kaputt. Also, Gigabyte Marines hat jetzt 4 Turrets. I don't know. Und die haben halt einen Nocturne, der Full Lethality geht. Das ist aber der schönste Nocturne. Das ist der schönste, das ist mein Nocturne. Das ist einfach das nur Böllopus Nocturne ist das hier. Ja, einfach nur R. Aber das ist okay. No, der hat jetzt schon 180 AD ohne sein Q. Wir werden der jetzt geht beobachten. Einfach hier. Er hat 200. 38 AD. Hallo. Ich bin Caps. Ich kriege jetzt hier ein bisschen Schaden ab. Ist das okay? Der Damage. Oh! Er versucht es mit dem Flash, aber Levi, kannst du nicht entkommen. Es ist halt so brutal. Ne? Es ist halt einfach Damage im Haus. Und zwar doppelt, dreifach, vierfach. Und Caps ist jetzt sogar ein Level unter Optimus. Mein liebes Fnatic, ich weiß, ihr wollt jetzt gerne sagen, okay, wir warten jetzt mal bis Minute 25, aber erstmal müsst ihr Scherben aufsammeln gehen, weil das ist halt hier gerade. Da ist ein Elefant in dein Porzellan rein und hat erstmal Tango getanzt. Ja. Ja. Das war ein dieser Elefant, der tödlich ist. Die damals über den Berg geklettert sind? Über den Berg, das war Hannibal, oder? Kletter. Oha, Levi, kletter irgendwie aus dem Wald hier raus. Der Kletteraffe ist tot. Also das ist auf jeden Fall, der war auf dem Baum, der eingestürzt ist. Das war gar nicht gut. Und währenddessen kriegt man zwar ein bisschen was am Turret, aber jetzt muss man aufpassen. Ja, also das war jetzt ein bisschen dreist. Da einfach mal die Enemy-Wölfe mitnehmen. Oh, sowas unten. Ja, das ist gleich fertig. Ja, das wirklich, das ich freue mich fertig. So auf die nächste Ult von Levi. Das wird nämlich so laut Peng machen, dass ich einfach die Ohren weggeballert werde. Aber jetzt hat Fnatic das erstmal wieder Kontrolle. Sie haben jetzt ein 1-3-1 gerade und einen Herald auf der Midlane. Das heißt, sie sind gerade mal ausnahmsweise glücklich. Oder genau, ne? So zweiter insgesamt. Den Herald wird man jetzt hier abfangen. Botlane ist immer noch Optimus, der hat TP. Also er wird hier gegen Soul überhaupt keine Probleme haben. Ich kann ihn hier locker rein pressuren und bei Bedarf auch entkommen. Und Caps versucht es gleich auf der anderen Seite. Das ist 1-3-1 hat bereits erwähnt. Sehr, sehr gut. Also das ist jetzt genau das, was Fnatic brauchte. Das heißt, das Problem ist, dass sie irgendwie noch zur Toplane gemoved sind, statt zu Recoil. Und deswegen jetzt die Priority auf der Midlane wieder verlieren. Das ist doch nicht das, was sie brauchen, weil sie verlieren jetzt Midlane-Turret und im Fall sogar noch die Mountain Drake, weil sie da dachten, wir gehen mal zur Toplane gucken, ob wir noch KO können. Oh, okay. So, es will die Leute festhalten, aber man wird hier eigentlich ganz gut gegen ihn klarkommen. Chain of Corruption ist raus, es ist dunkel geworden. Oh, der geht da rein! Holy shit, der hat den halt komplett zerböllert. Der Baum ist gefallen, Leute. Toplane-Turm. Ja, der wird, glaube ich, jetzt von Minions beendet werden. Das ist ein Kanon-Minion. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, da ist er down. Ja, der Drake hat sich jetzt verabschiedet durch dieses Manöver. Man hat Archie gegen sowas getauscht. Split-Push-Nocturne. Hat sehr, sehr hohe AD-Werte, ja, wenn er den Q an hat. Deswegen kann man da schon mal für gehen. Ist natürlich trotzdem prinzipiell jetzt hier erstmal was Gefährliches. Kasadin dodge so ein bisschen Kokoon. Hat allerdings trotzdem. Wobei er hat wenig Mana. Und okay, jetzt hat er wieder. Drückt einfach ein W-Auto-Jagger wieder volles Mana. Das ist immer das Problem an Kasadin. Er hat einfach sehr, sehr viele Optionen. Dieses Kit ist einfach sehr groß. Und das hier wird halt nochmal interessant, weil Galio geht natürlich hier für die Bisse Mars. Und davon profitiert natürlich ein Kasadin ganz entscheidend mit. Ähnliches hätte auch Ryze hier machen können, um die Elise zu empowern. Wäre hier, glaube ich, sogar die tendenziell bessere Option gewesen. Ich glaube, so es hätte überhaupt keine Option hier. Ja, ich meine Caps. Ah, Caps. Ja, Caps. Sorry. Aber hat keinen Bock. Na, hier sehen wir nochmal die Mittelsituation. So ist wirklich die Ultimate aus einer sehr hohen Distanz verwendet. Das heißt, man sieht es erst relativ spät kommen. Zack, der Root hat trotzdem funktioniert auf die Tristana, aber man sieht es gleich am Levi-Damage. Ich meine, der geht auf so ist. Peng! Aber es war in dem Moment, war auch noch ein bisschen Schaden von Optimus dabei. Es überschneidet sich da also in der Szene. Mein Problem ist eher, aus meiner Sicht, es wirkt vielleicht ein bisschen absurd, aber Tristana muss da die Maokai Ult für Galio tanken. Weil sie kann halt mit dem Jump hundertprozentig raus. Stattdessen werden sie beide so ein bisschen geroutet und Galio ist dann derjenige, der in dieser Szene dann natürlich mehr leidet und einfach sofort down ist. Keine Chance für ihn. Mit 80 CS kannst du halt wirklich nichts kaufen. Ich meine, Levi outfarmt halt beide Toplaner. Easy peasy. Red wird jetzt jedenfalls noch gemobst. Nee, der behält ihn sogar. Ja, man hat ja schon einen auf dem ADC. Ja. Ja, man hält ihn noch mal ein bisschen. Wenn man die ganze Zeit fightet, dann hat man irgendwann auch genug Buffs für alle Konsorten. Jetzt kannst du den oben auf der Top, der hat den Teleport ab. Er ist natürlich immer noch fröhlich mit diesem Scaling-Effekt, aber wir müssen trotzdem, wenn wir ans Late-Game denken, hier ein bisschen unsere Denkweise verändern. Weil wir reden immer von Late-Game, wenn es darum geht, ja okay, was passiert bei 6 Items. Aber in so einem Game, wo so viele Kills fallen, hast du sehr unterschiedliche Charaktere mit sehr unterschiedlich viel Gold. Hier in diesem Fall ist es eine Elise, die extrem viel Gold hat und Nocturne.
Und da muss ich sagen, der ist der Elise natürlich am Ende ein Stunbot und Nocturne ist dann immer noch eine Todesmaschine, die auf deinen ADC springt. Also Nocturne outscaled auf eine gewisse Art und Weise eine Elise, zumindest wenn man so viele Items da reinpumpt, weil normalerweise kann das eigentlich nicht sein. Das heißt, das ist alles jetzt so ein bisschen absurd, aber deswegen sind wir für euch da. Ja, wir erklären euch diese Absurditäten. Oder staunen mit euch. Oder staunen einfach mit. Wobei es kein Staunen ist, es ist mehr so ein, erschrecken. So, na gut, hallo Caps. Ich bin nicht alleine. Oh, das war wieder die klassische Combo. Nicht schlecht gemacht. Hat die Dunkelheit gesehen und sofort den Escape-Knopf gedrückt. Ja, und da hat man jetzt leider ziemlich viel investiert aus der Sicht von... Er hat noch vier Batteries. Galio kommt. Er wird dazukommen. Zack, wo ist der Typ da? Wo ist der Schaden von Tristana? Der fehlt so ein bisschen. Soas hat hier sehr, sehr lange überlebt. Jetzt platzt er auf. Lulu nimmt gerechterweise den Kill. Sehr, sehr weit nach vorne. Hat aber Kritz am Start. Nimmt sich den nächsten vor. Reckless, renn um dein Leben. Aber es wird dir nichts bringen. Gigabyte Marines, die haben dir die Armor Penetration Munition reingepackt. Das ist sehr, sehr stark bisher. Oh, das könnte hier tatsächlich schon eine Vorentscheidung sein, weil auf der Mid-Lane ist auch noch eine Wave. Da entweder geht man jetzt super greedy für einen Nexus-Turret oder du probierst vielleicht sogar noch Mid-Lane was mitzunehmen. Man entscheidet sich für die Variante, die nicht komplett insane ist. Wundert mich bei diesem Spiel bisschen. Ja. Aber nach 20 Minuten ist der Bot-Lane-Inip von Fnatic down. Und das ist ein Desaster, weil der ist immer der, der den Nash am besten enabled. Und wir haben die 20 Minuten, Leute. Er ist gerade gespawnt. Ich meine, wenn der Baron so über die Karte guckt und ich denke, what the fuck, was ist hier passiert? Ich war bei 20 Minuten Zigaretten kaufen und hier ist alles schon Schutt und Asche. Ja, die ganze Karte brennt. Aber hier, cool gemacht. Also, Lulu hat überlebt. Wer braucht Flash? Na, wenn man Galio-Resistenzwerte bekommt. Hat ja auch die Schilde. Es hat ein bisschen gedauert, eh No Way genug Schaden angerichtet hat, aber gegen Ende hat es funktioniert. Warum hat Kamera nicht geheilt? Kamera ist einfach lazy. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch gar nichts gebracht. Guck dir den Damage an. Also ja, aber Reckless hätte es halt was gebracht, weil er hat den Movement Speed, um da dann wegzukommen. Aber Optimus war auch da. Also der hat jetzt seinen Force-Boot. Ja, ich weiß nur, dass der TP ja auch nicht schlecht war. What the fuck? Es geht aber ein bisschen zu weit, Perry. Perry sagt schon, Patrick meine ich natürlich. Na gut. Optimus, er wartet. Prime! Er wartet geduldig. Aber ich glaube, hier reinzugehen ist ebenfalls richtig. Eieiei. Oh, das ist so schön, aber es ist auch gleichzeitig so. Es ist halt, nee, aber das ist halt etwas, wo man sich denkt, das will man bei den Allstars sehen, aber mir ist das egal. Ich gucke mir das auch bei Worlds an. Ich gucke mir das auch jede Woche an, wenn es sein muss, weil das ist halt League of Legends mit extremst viel Einsatz Richtung Kopf. Ja. Hier wurde, glaube ich, ein bisschen. Der Kopf gegen die Wand knallt. Naja. So, und Late Games Game muss man auch sagen, dass der Lulu eine Karma outscaled. Ohne Flash. Ohne Flash ist tatsächlich ein Argument. Weil hier ist, also sowohl hier als auch Ignite droppen im Late Game. So, das ist halt super witzig. Ja. Nevan steht für Brain. Ja. Bin gespannt. Bisher macht er sich ja. Wir können wenig Argumente dagegen sammeln. Was? Doch, eine ganze Reihe. Schon. Aber ich meine, es funktioniert halt. Ne? Sag mal. Es war halt mit dieser Option des Lanescopes halt einfach ein Gameplan, der halt einfach von einem geschrieben wurde, der irgendwie mit seinem Leben abgeschlossen hat oder so. Aber es funktioniert halt einfach auf eine komplett krasse Art und Weise. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Nash, der schmilzt. Der schmilzt. Dunkelheit ist gegeben. Mount Drake sorgt aber für... Oh, der Taunt reicht nicht. Caps ist trotzdem allein. Stundenglas ist da, er kann sich retten, die Katzen gehen auf da nochmal durch, da? Man stürzt sich einfach auf das den ist die Lulu! Aber die Tristana, die rasiert da durch, das ist eine Lulu, du hast recht, die Lulu. Warum Fokus sind die denn, die Lulu? Ja, die sehen sich beide so ähnlich. Ach, ich bitte dich, die haben doch hier keine Ahnung, mach doch das mal die Augen beide auf! Jodels. Oh nee. Die springen alle auf eine Lulu! Die hat kein Flirt! Die hat nicht mal Ult benutzt. Ah! Ja, das war noch nicht mal seine Final Form. Fnatic spielt 4 oder 5 Mal Lee Sin. Was hast du da? Ist alone in the dark? Du wolltest sie chasen, jetzt wurdest du gechased. Zack, da knallt nochmal Archie rein. Aber ist egal, ich meine, einer hat den Plan und das ist No Way. Der sagt sich, hey Leute, ich pack Bomben auf Türme, das ist überhaupt kein Problem. Der geht down, Caps, halb tot zurückgeportet. Ich glaube, das ist risky. Der Nevan, der ist da. Der ist verrückt, der hat hinter sich einen Was Tor. Kam da hinterher? Das war ein Turret Shot. Okay, ich dachte gerade, das wäre so ein Kassel, den Q, der irgendwie immer noch fliegt oder so. Aber die sind auch Ich weiß, wer jetzt gerade gleich fliegt. Caps! Oh, der letzte Crit hat nicht ausgereicht. Es ist jetzt Riesen-Nevan, aber der hat hier ordentlich Schaden. Die Lulu, die Böller da rein. Zack! Oh, gab's den Static Power Crit. 500 Magic Damage for the win. Und Soas denkt sich. Wenn er jetzt wieder auf Lulu geht, dann passt nicht völlig der aus. Ist tot, der ist tot. Der geht hier auf niemanden mehr. Nevan und. Oh mein Gott, diese Botlane, die ist völlig wahnsinnig.
Reckless, du hast keine Chance, du hast nicht gekillt. Was ist das für ein Game? Das ist ein Quadrock. Ist das der Penta? Das ist ein Pentakill. Das kann ein Pentakill. Oh, nein, Optimus Stil. Ja, der weiß ganz genau, ich bin hier der Ober-Cyborg. Wurde hier aber gemacht. Gigabyte Marines, Leute, ich habe es predicted. Fnatic wurde in den Boden gerammt durch puren Käse. Ja, also das war auf jeden Fall Käse in Massentierhaltung. Keine Ahnung. Im Nassen. Käse, der in die Pfütze gefallen ist und dann gegessen worden ist. Das ist einfach insane. Das, meine Damen und Herren, ist ein Game, was ich ganz geil... Oh, guck dir das mal an. Da gibt's so eine Professor. Oh. Ja, es ist ein normales Game für uns. Hier, es ist... Ja, 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 du hast die Kneite mitgenommen, statt vielleicht kein Ding. Auch Julia nehmen wir mit. Ach, Nocturne ja so. Level 6, wenn er das Level 3 ist, ist ja, normal. Das ist einfach übelst schön. Wenn der Dick denkt sich einfach nur gerade, was war das? Du bist Minute 4 auf der Botlane. Ja, ich push das raus. Dunkelheit! Und du bist sowas, du bist aber Minute 6. Und wie viel Gold hast du denn? Ich hab noch kein CS! Oh, what is happening? Das war einfach ein gutes Game, Leute. Ich meine, die Leute rasten ja auch aus. Ja, schönes League of Legends vor allem. Also das ganz, war Makro- ganz starkes, makroorientiertes League of Legends haben wir jetzt hier gesehen, Leute. Da werden wir noch einiges von lernen. Also das war wirklich eine Taktik mit Lulu, Ignite Heal in den Laneswap zu gehen und dann einfach zu sagen, und wir fighten alle 10 Sekunden und damit der Nocturne am Start zu sein. Super bitter für Fnatic, so willst du nicht in die World starten, aber mal ganz ehrlich, Gigabyte Marines hatte Gameplan, hat die durchgezogen, sind völlig geistig krank, aber es funktioniert und dafür haben sie meinen Glückwunsch. Ja, der Gameplan, Leute. Und ich freue mich auf die Analyse-Ecke, weil die zwei Fnatic-Fanboys, die werden jetzt heulen, deswegen geben wir eine Pause, damit die richtig schon mal die Tränen stecken können, ne? Brauchen jetzt 750 davon. Tschüss und bis gleich.
Das war die neueste Folge von der Kartoffel zur Krokette. Gib mir ein Like oder einen Kommentar und sag mir, was ich im nächsten Spiel spielen soll. Ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel gerade eben sagen soll, tatsächlich. Also Johnny und Maxim haben sich da ja schon ziemlich die... Was zum Teufel war das? Also, was ist da passiert? Es war einmal Emmentaler, ein bisschen Brie und vielleicht auch Cheddar dabei. Die haben da Camembert reingequetscht in jede Ritze. Meine Güte, da sollen die einmal ein Spiel gewinnen. Emmentaler überbacken mit Gouda. Mehr war's. Willst du noch ein bisschen Parmesan drüber? Ja, wahrscheinlich. So, also, sie haben sich natürlich was überlegt. Man pickt nicht einfach so Ignite, Heal, Lulu. Und dann Lane-Swapped. Also ich, tatsächlich, für sowas tut es mir ein bisschen leid, weil der hat halt wirklich original nichts machen können. Stell dir vor, du gehst Level 1 oder in den Tower, kommt eine Lulu, Ignite. Hallo. Du stehst einfach nur da und lächelst. Du hast Kolossus, natürlich startest du mit Zaplings. Das heißt, du kannst nichts machen. Kannst nichts machen. Hast 0 CS nach 30 Minuten. Das ist das Game, wo du einfach nur auf dein Team so herabschaust und einfach nur sagst, bitte Leute, carried mich. So hart wie noch nie zuvor. Und naja, ich glaube, Levi war da anderer Meinung. Ja. Doppelkill früh abgeholt in der Lane und wie wir auch schon vorher gesagt haben, Nocturne kriegt einmal die Fahrt und kann Fnatic nicht wirklich viel dagegen machen. Und dadurch haben sie ja jetzt nicht nur das Game halt in Kills gesnowballt und der war halt sehr, sehr früh Level 6, aber die haben halt durch den Lane-Swap den First Brick mega früh geholt, damit nochmal Gold nach vorne gepusht und das Early Game waren die einfach allein schon bei 5 Minuten nur durch Farmen und den First Brick allein schon über 1000 Gold vorne. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Und wie war das nochmal? Hatte ich nicht gehört, dass Gigabyte Marines nicht packen könnte gegen Fnatic? Ja, hast du gehört, aber... Dr. Puppet, wenn du hier rausfliegen willst. Nee, man muss den Gigabyte Marines natürlich zusprechen. Die haben das gut gemacht. Sie haben sich wirklich sehr gut vorbereitet auf das. Also, kann man nicht anders sagen, aber es gibt ja noch ein Rückspiel. Na, also, ich freue mich auf den zweiten Spiel. Noch ist Hopfen und Malz nicht verloren. Wir haben noch ein Interview, was wir gerne zeigen wollen, von den Gigabyte Marines nach dem Spiel. Da wollen wir natürlich mal reinschauen. Hier, bitteschön, einmal für euch. Actually, this strategy actually came from Archie. Archie was the one that discovered this, and then we tested it, and it worked. Yeah, it worked. Wir müssen es noch mal kurz preparen, damit es auch von Anfang an natürlich ist. Aber trotzdem... Maxim ist noch zu geflasht von dem Game. Ja, das Haus brennt, Max unten in seinem Studio dreht auch völlig am Rad. Die Leute sind hier schon nackig durchs Studio gerannt. Es ist einfach... aber das sind ja Worlds. Ne? Ja. So was wollen wir bei den Worlds sehen. Da kann man natürlich sagen, was man will. Wir gehen jetzt ins Interview und jetzt. The Penta away from Noe in the game at Worlds. What was the calling like? Was he angry at that or was it all good because you guys just won the game after? Thì nói một chút về cái combat cuối cùng. Combat cuối cùng thì tự nhiên là mấy em tin được Penta cho Noe rồi nhưng mà Optimus lại nhảy vào cướp mất. Thì em nghĩ sao về điều này? Về tình huống này thì em nghĩ là nếu em có cơ hội thì em cũng sẽ cướp Penta từ Noe. He said, if, about this specifically, if I had the chance, I would stole it as well. Well, it's all fun and games there, but in the context of the World Championship, that is one win, a very important win in this group. We remember you guys from MSI as being a super aggressive team with the new picks, and we see that that is still the case. But what has changed about the Marines coming into this tournament? Die Shocks fragt gerade, was sich quasi geändert hat, weil es war schon sehr käselastig, sehr spontanes Play von denen. Em nghĩ là game hiện tại so với game hồi MSI là một phiên bản nâng cấp lên và hoàn thiện hơn, bởi những gì bọn em đã thể hiện thì sẽ làm cho mọi người bất ngờ. Yeah, so I think this current game is the upgraded version of the old game, and then we will show more surprise for you guys. Well, you guys okay, bereitet noch mehr Käse vor. Das war quasi die verbesserte Version von like this. Do you think it's an advantage the fact that you guys play so fearless and so aggressive in this best of one scenario? Frage ist halt, ob das Best of One die beste Variante, also im Best of One die beste Variante ist, so aggressiv zu sein und genau auf diese cheesy Plays zu setzen. So he's like, we prepare a lot of strategy.
Even though you guys think this is like reckless, it's like aggressive, mm-hmm. I think this is safe for us. This is safe for the Geek of Marines. Well, I can't wait to see what you guys bring. Thank you very much. Also, sie haben auf jeden Fall noch einiges im Petto und es wird noch schlimmer, Leute. Coming up after the break. We'll see who gets clapped in SKT versus Cloud9 coming up right after this. Natürlich jetzt. Oh shit. Ja, wir haben gesehen, also wie bei Marines, auf jeden Fall jetzt und vielleicht mit noch mehr Selbstvertrauen als vorher, denn sie haben es doch gerade im Interview gesagt, das war erst der Anfang und wir haben noch einiges mehr. Also wir haben wahrscheinlich ganz Amsterdam eingekauft, einfach eine große Gouda-Plantage aufgemacht und jetzt gibt es ordentlich Käse in den nächsten Spielen. Ja, aber wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, es hat funktioniert und ist das jetzt auch die richtige Herangehensweise, jetzt auch mit einem gewissen Selbstvertrauen in die nächsten Partien zu gehen? Klar, also ich meine, die haben das ja anscheinend so gut trainiert, dass sie davon echt von Confidence und nicht einfach nur, ja, also wir haben für das eine Team mal das eben vorbereitet und dann dachten wir, wir packen es mal aus und probieren es mal auf Stage. Ja, also das war erst eins der Pläne. Also ich denke mal, wenn sie das durchziehen können, ist es auch nice, weil so brauchen sie gar nicht unterlegen oder überlegen zu sein gegen die großen Teams. Hey, wir haben einfach das gegen euch vorbereitet, wir spielen es einfach. Ja. Und das ist ja das, was ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, das ist ja das Best of One. Man kann sich halt auch so, kann man auch so Spiele gewinnen. Man muss nicht die übelst durchdachten Gameplans haben mit Rotations und wir traden hier, wenn du halt Ignite, Heal, Lulu hast und das gut ausspielst, das hat Gigabyte Marines gemacht, dann kannst du halt auch solche Spiele holen. Ich möchte mal nur anmerken, letztes Jahr auf Worlds, Albus, Nox, Luna, die haben auch nicht großartiges Makro gespielt. Die haben halt einen Playstyle gehabt und das haben sie auch so gut durchgezogen, dass sie halt eben G2 und CLG rausgehauen haben in der Gruppenphase. Ja, gegen Rocks haben sie ja auch ein Game gewonnen. Ja. Böllerbus Marines sind also am Start und sie haben noch einiges vorbereitet, offensichtlich für die nächsten Partien. Wir wollen noch mal ein, zwei Replays angucken. Gerade die Anfangsszenen waren ja sehr beeindruckend. Und wir schauen uns mal den Level 1 bzw. Level 3 Dive auf Also Level 1 an. Es fing ja eigentlich ganz gut an. Das Setup von Fnatic war sehr, sehr sauber, um eben den mit Brox, also mit Elise, schnell einen Kill zu holen. Es war eigentlich ein super 5-Man-Dive und ein kleiner Nachteil gab es, TP von Zoes und er konnte halt nicht wirklich viel XP damit ziehen, da er keine Assist bekommen hat durch die ganze Geschichte. Es hat sehr lange gedauert und währenddessen, die haben zwar einen Kill abgegeben, die Gigabyte Marines, aber währenddessen auf den Top-Lane-Turret hauen gerade Lulu und Tristana auf. Da haben sie, glaube ich, ungefähr die Hälfte des Sturms schon runtergehauen und wenn man mal die Zeit anguckt, es waren 3 Minuten in-game. Das ist nichts. Ja, Zoes hatte nach 5 Minuten immer noch keinen CS. Ja. Also es war auf jeden Fall ziemlich schwierig. Und dementsprechend hat er dann natürlich auch relativ schnell die Top-Lane aufgeben müssen. Die nächste Situation ist dann, wo er Level 3 unten ist und wo dann Nocturne sagt, Darkness. Ja, man sieht, also ich, als ich es vorher gesehen habe, war ich sehr überrascht. Man sieht hier Chazzes, Archie, die sind Level 3. Auf einmal wird es dunkel. Ich denke mir, ist Strom ausgefallen? Nocturne kommt ran und holt sich hier sein 3. Kill und snowballt das Game. Ja. Man hat ja noch gesehen, Reckless ist dann auch noch gestorben, aber da ging es gleich schon wieder weiter und es ging Schlag auf Schlag, würde ich in diesem Spiel. Ja. Also im Gegensatz zu den 3 Spielen, die wir davor gesehen haben, war hier auf jeden Fall ordentlich Action drin. Also wer bis eben noch gepennt hat, der ist jetzt auf jeden Fall wach. Und eine Situation wollen wir uns noch schnell angucken, bevor wir zur nächsten Partie übergehen, das ist diese hier. Ja, da ist der Fnatic Engage. Also sie versuchen halt, die Botlane irgendwie zu bestrafen, irgendwie Kills und Gold rauszuholen, damit sie wieder ins Spiel kommen. Nur in diesem Moment auch, das fällt nicht einfach. Die fokussieren wieder die Lulu zuerst und Lulu tankt einfach so viel Damage ab und die haben halt den AD Carry immer noch nicht wirklich angefasst und der kann einfach nur diesen Cleanups, nachdem der Galio halt gekommen ist, abräumen. Und das war ein easy Triple Kill für die und Fnatic hat halt nicht nur den Fehler gemacht, falsches Engagen, aber es war auch einfach schon zu late. Die waren einfach schon zu stark. Ja, dann wurde noch der Penta-Steal von Optimus bemängelt. Auch eben im Interview hat man es nochmal kurz gehört. Eine Schande war das wirklich. Aber trotzdem, Hut ab an die Gigabyte Marines, die haben hier eine solide Leistung gezeigt und Fnatic hat mit ihrem Casual Gameplay, sag ich jetzt einfach mal, nicht weit kommen können und muss da für die nächsten Tage auf jeden Fall nochmal nachziehen. Ja, die nächste Partie, die uns beschäftigen wird, ist SK Telekom, sie sind endlich am